Nun sind die Netzwerke ja durchaus verschieden positioniert. Google Plus steht anders für eine andere Zielgruppe wie Twitter beispielsweise. Wie würdest du diese Netzwerke so charakterisieren? Wo sind die jeweiligen Stärken? Bei Twitter ist es halt die kurze Form des Gedankenspiels. Die kurze Form, Informationen, Nachrichten zu verteilen, ist es perfekt. Da kann ich schöne Kategorisierungen machen. Ich habe auch ungefähr 20 Listen mit den besten Journalisten Deutschlands, die ich halt total toll finde. Tech-Experten, Marketing-Experten, die habe ich schon kategorisiert. Wenn ich ein Thema neu verstehen möchte, brauche ich nur da reinzuklicken, 10 Minuten zu scrollen, habe ich den gesamten Markt verstanden, was da funktioniert. Das heißt also, sehr schnell wichtige Informationen finden. Bei Google Plus geht es halt eher darum, zumindest hat sich das sehr stark auch verändert, weil Google Plus wird ja nicht mal so oft und so häufig genutzt. Aber dort war es halt bis jetzt so, da hat man Hardcore-Diskussionen geführt. Also wirklich grundtief Expertendiskussion, wie man das in amerikanischen Plattformen wie Quora ähnlich kennt. Und bei Facebook geht es mehr um Bilder und Videos, dass ich mit Bildern und Videos mich kommuniziere und zeige, wo ich mich gerade befinde, was ich gerade gemacht habe, mit wem ich gerade diskutiere oder welches Interview ich gerade führe, auf welcher Bühne ich stehe oder halt welches Buch ich gerade lese oder geschrieben habe. Solche Themen mit Bildern und Video in Kombination ist es perfekt. Dann gibt es natürlich meinen Blog. Mein Blog ist nach meiner Meinung immer noch die zentrale Plattform für mich persönlich im sozialen Netzwerke, weil da können meine tiefsten Gedanken reingeschrieben werden, die dann halt langfristig auch von Google indexiert werden, wo mein Expertenwissen zusammenkommt, wo halt alle sozialen Netzwerke zusammen reinfließen, wo ich dann halt mein eigenes virtuelles Zuhause baue. Und ich glaube, das ist halt das Spannendste. Und deswegen kann ich wirklich sagen, das Wichtigste ist der eigene Blog, dann kommt Facebook, dann kommt Twitter, dann kommt Google Plus und Instagram und so. Das sind halt beigefügte Social Networks, die ich jederzeit bedienen sollte, weil das immer mir hilft in der gesamten Kommunikation. Wenn ich privat im Netz bin, dann bin ich häufig getrieben von, ich habe mal Lust zu posten oder Lust, was zu lesen. Wenn ich das beruflich mache, und ich von der Firma freigestellt bin, wie viele Netzwerke kann ich eigentlich bedienen? Das liegt einfach in der Zeit zugrunde, dass ich das halt irgendwann mal begrenzen muss. Also im Grunde genommen gibt es locker 40 gute Netzwerke, davon sind 10 relevant, die wirklich relevant sind, die man eigentlich benutzen müsste. Ich sage aber, dass halt davon nur 7 die sind, die halt am meisten halt Impact haben. Die 7 sind auf jeden Fall mein Blog, überhaupt keine Frage, da bleibe ich immer noch dabei. Dann Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Xing und LinkedIn, wenn ich das beruflich nutzen möchte. Diese 7 sind nicht wegdenkbar, damit ich langfristig halt einen Erfolg habe in den sozialen Netzwerken und halt gefunden werde und ein großes Netzwerk aufbaue. Wenn ich diese 7 dann benutzen möchte, und ich rede jetzt nicht von Pinterest und so, die halt eher Spaß machen, wenn ich die 7 nutzen möchte und zwar intensiv und gut pflegen möchte, muss ich zwischen 2 und 8 Stunden in der Woche investieren, damit die alle gut gepflegt sind und auch funktionieren. Ja, das wird natürlich ein Problem. Da haben zum Beispiel die Manager keine Zeit mehr für. Deswegen begrenzen die meisten das auch Social Media technisch auf Twitter und Xing oder Twitter und LinkedIn, weil sie mehr nicht schaffen. Und Facebook ist wirklich dann halt nur noch für private Gebrauch und posten 1, 2, 3 Mal in der Woche, wenn es hochkommt. Das ist so die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile mache. Da kann ich nur sagen, okay, muss jeder selbst entscheiden und selber muss halt jeder auch selbst entscheiden, ob er da mehr machen möchte. Aber wenn er mehr machen möchte, braucht er Hilfe.